Also wir arbeiten hier am Verkehrsmittel der Zukunft. Die Bahn macht seit 100 Jahren Elektromobilität. Das war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe, das zu machen. Ich wollte ja erst in den reinen Maschinenbau. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass es sehr praxisorientiert ist. Wir sollten wirklich eine Tür in Betrieb nehmen. Und bei einer Tür denken viele immer, das ist einfach nur ja, Tür auf, Tür zu. Aber da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Das muss auch alles mitprogrammiert werden. Am Simulator hat man es schon mal gemacht, aber dann so eine Lok wirklich mal fahren, das ist schon echt eine feine Sache. Auch, dass man ein Gefühl dafür bekommt als Ingenieur, wie fühlt sich das an, was ich da gebaut habe, was ich konstruiert habe. Es ist einfach auch wichtig zu wissen, wie wird das bedient, was für Fehler können da vielleicht entstehen, wie kann man das besser machen. Gerade in dem Bereich Schienenfahrzeugtechnik gibt es eigentlich unter Studierenden keine Konkurrenz, weil wir immer noch viel weniger sind, als Leute gebraucht werden. Ich hatte wirklich die freie Wahl, wo ich zum Bewerbungsgespräch hingehen möchte. Man sitzt nicht in irgendeinem überfüllten Hörsaal. Dadurch bekommt man natürlich die Inhalte sehr gut übermittelt und hat auch dann schon eine sehr gute Vorbereitung auf die Klausuren und muss nicht noch wochenlang alles nachholen. Man weiß es einfach, man braucht nicht mehr groß lernen und mühselig sich da irgendwie aneignen, sondern es wird einem quasi schon mitgegeben. Also es gibt keinen Grund, eine Distanz zu meinen Studenten aufzubauen. Kommt halt auch schon mal vor, dass der Professor einem dann schreibt, dass er irgendwie die Bahnverspätung hat und er 10 Minuten später zur Vorlesung kommt. Kriegt man eine WhatsApp-Nachricht auf dem Handy. Ich möchte, dass sie im Umgang mit uns wachsen. Das geschieht durch Kontakt mit uns. Das geschieht nicht in der Vorlesung. Aachen ist natürlich auch eine super Stadt. Also gerade für Studenten. Sie ist nicht zu groß, nicht zu klein. Es ist sehr übersichtlich. Es gibt viele Cafés, Bars, Clubs. Man findet seine richtigen Leute, man findet die richtigen Ecken und dann hat man seinen Spaß hier. Es ist nicht nur ein reines über Büchern sitzen, sondern ein sehr tolles Drumherum. Also sicherlich gehen hier die Professoren die Extrameile für ihr Fach, für die Studenten natürlich. Wir sind häufig nahezu rund um die Uhr erreichbar. Die sind da sehr hilfreich, auch wenn man einen Praktikumsplatz sucht oder irgendwann weiter einen Master machen möchte. Und natürlich ist die Fachhochschule einfach so gestrickt, dass man mit unserem Abschluss in der Industrie fast sofort produktiv einsetzbar ist.